Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag zusammen. So, warte mal, Werner. Wir müssen jetzt mal gucken, was wir ansehen, ne? Weil das ist ja Quatsch, was wir hier machen. Wir wollten doch nochmal Weizen ansehen, ne? Nochmal Weizen, bin ich der Meinung, genau. Und jetzt wollen wir hier auch einen Kurs erstellen. Das ist unser Feld. Ja. Ich glaube 72, genau. 6 Meter ist okay. Ich fange in dieser Richtung an. Wir machen zweimal Vorgewende und los. So, das sieht schon mal ganz gut aus. F 72 plus 73 ansehen. Ich habe von einem netten Zuschauer diese Sämaschine ein bisschen umgeschrieben bekommen. Die werde ich morgen mit reinnehmen. Ich habe es nicht vergessen. Ich habe jetzt nur, ich habe jetzt noch 5 oder 6 andere Sachen zu runterladen. Das dauert jetzt einen Moment. Und deswegen machen wir das morgen. Versprochen. Vielen, vielen Dank an diejenigen schon nochmal. Ich werde mich dann morgen mittels auch mit Name bedanken. So, das war das, das war das. Hier ist unsere Baustelle momentan. Hier müssen wir auf alle Fälle weiterarbeiten. Damit das auch irgendwann mal fertig wird, ne? Das hoffe ich ja ganz, ganz, ganz stark. So, jetzt ein bisschen rumgebackt, aber mein Gott, ist halt so. Hat der schon den Laden Y? Ja, okay. Wir fahren mal ein Stück zurück. Habe ich mir so gedacht heute. Und dann können wir das hier raufstellen. Jo, sehr schön. Genau, der Anhänger ist bald voll, ne? Das ist schon krass. So, Y und weg das Ding. Gut, holen wir gleich die nächsten zwei, damit es ein bisschen vorangeht hier. Was haben wir denn noch zu besprechen heute? Eigentlich eine ganz gute Frage, ich weiß es gar nicht mehr. Ich schaue mir gleich mal eure Kommentare vom letzten Video an. Dann schauen wir gleich mal, was wir noch zu besprechen haben, während wir warten, bis die anderen Balken wieder reingezogen sind in die Maschine. Der Dingens kam raus, ne? Der neue Alice-19 Trailer. Der kam raus. Fand ich sehr schön. Fand ich wirklich. Habe ich auch eine Analyse drüber gemacht. Auf alle Fälle sehenswert. Genau, John Deere kommt auch rein in Alice-19. Genau. Das wurde ja gestern bekannt gegeben. Genau. Und was haben wir noch? Ja, momentan ist es halt ein bisschen einseitig hier, das gebe ich offensichtlich zu, aber es ist halt so. Wir müssen das jetzt aufräumen, es geht nicht anders, weil nur so können wir ein bisschen Geld verdienen, mit dem wir dann wieder neue Möglichkeit haben, in andere Sachen zu investieren. Und deswegen muss man da einfach mal ein bisschen durchbeißen. Ich habe gesagt, es würde ein paar Folgen dauern, bis das alles fertig ist. Und so ist es auch. Also das ist nicht irgendwie beschönigt oder irgend sowas, sondern es wird halt einfach ein bisschen dauern, ne? Aber gut, ich glaube, die 6 Ballen, die werden heute noch wegkommen hier. Wenn nicht irgendwie die Maschine streikt oder sonst irgendwas passiert, sollte das eigentlich schon klappen. Jetzt wollen wir ganz kurz vorschauen gehen. Gucken wir mal. Ja, wir gucken mal, wie voll das Ding... Oh! Oh, oh, das ist fast voll, ne? Der ist fast voll, ne? Kann ich da noch hinten noch was dran kuppeln? Ja, aber hat keine Kugelkopf, ne? Okay. Der hat aber eine Kugelkopf gehabt, bin ich der Meinung. Warte. Jo. Okay, das heißt, wir müssen mal ganz schnell das ausleeren gehen. Wir gucken uns mal, wo es den besten Preis dafür gibt. Ich glaube, es war bei der Gärtnerei, aber ich gucke gerne nochmal nach. Es war bei dem Sail Point momentan. Okay, da geht es momentan ab. Sail Point, da fahre ich sehr, sehr gerne hin. Ja, 99 oder 100 ist jetzt auch schon Schnuppe wie Wumpe. Machen wir die Tür zu. Gut, das heißt, das wird heute verkauft. Da haben wir ein bisschen Kontostandsteigerung, ne? Ist auch nicht so schlecht. Na, wird ein bisschen dauern, müssen wir lassen, weil der Fendt ist ein bisschen schwach auf der Brust. Aber ist nicht so schlimm, wir müssen ja keinen Wettrennen gewinnen, wir müssen das Zeug ja nur gut von A nach B bringen. Was gibt's sonst? Eigentlich nichts. Krass, normal habe ich immer irgendwas zu erzählen, aber momentan fällt mir jetzt nichts ein. Genau, es haben auch sehr viele gefragt, ob Hausflipper etc. nochmal kommt. Ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, zum Wochenende hin wird vielleicht sogar Hausflipper wieder kommen. Wenn ich es schaffe, ich versuche es wirklich da intensiv dran zu bleiben. Aber momentan fehlt mir die Zeit. Jetzt, wie gesagt, gestern kam der Trailer und dann das und das. Und es ist einfach viel zu tun. Man muss es einfach so sagen. Es kam noch eine Anfrage für Jurassic World oder sowas rein. Da muss man auch gucken, wie wir das machen. Multiplayer-Projekt Bus Simulator ist auch geplant.
Spin Tires wollten wir wieder mal machen. Demolition in Build kommt nächste Woche wieder. Das werde ich dann zusammen im Multiplayer aufnehmen mit dem Ansgar. Ne? Könnt ihr auch schon mal drauf freuen. Ich wollte noch ein bisschen ETS fahren und man will so viel. Ich möchte so viel gerne machen für euch. Ne? Aber ich beobachte mich dann selber. Was heißt beobachten? Ich habe jetzt alleine, ich habe jetzt fast 2 Stunden abends, habe ich jetzt Videos beschriftet. Ne? Mehr Zeit hat man einfach nicht. Man muss es einfach mal so ganz krass sagen. So gerne man das auch tut und so gerne man das auch noch steigern würde, sein Pensum. Aber irgendwo muss man halt einfach sagen, es geht nicht mehr. Geht einfach nicht mehr. Aber irgendwie muss ich schon, es wird irgendwie einen Weg geben, wie noch 2, 3 andere Videos kommen, auf alle Fälle. Aber der Mensch ist halt einfach ein Mensch und keine Maschine. Es ist halt nur mal so, du kannst nicht einfach sagen, schlafen? Brauche ich nicht. Ich habe das so oft im Test zu den Leuten schon gesagt. Ich habe gesagt, Jungs, wenn ich keinen Schlaf brauchen würde, dann könnte ich viel mehr machen. Da hätte ich richtig Bock drauf, ne? Aber das sind halt Sachen, das geht nicht. Du kannst nicht einfach zum Körper sagen, jo, schlafen ist halt nicht, weißt du? Da wirst du kaputt. Und du wirst auch kaputt, wenn du nur 3, 4 Stunden schläfst die Nacht. Du wirst kaputt. Das ist einfach so. Und das möchte ich nicht. Und deswegen muss 1, 2, 3, 4, 5 Sachen ausfallen. Ja, ist nun mal so. Aber ich möchte mich jetzt nicht für YouTube kaputt machen. Steht in keiner Relation. Sehe ich zumindest so. Das müssen wir mal testen. Ich habe einen Mod bekommen. Und zwar vom LS Agrar Service, der auch die Map Sevus Husum baut. Der hat mir einen Mod geschickt. Und zwar ist das der... dass die Motoren nicht mehr ausgehen. Wir werden jetzt mal wegfahren, wie auch immer. Und werden mal gucken, ob die Motoren dann aus sind. Ich möchte mal gucken, ob das funktioniert. Bin ich sehr gespannt. Und mit Tastatur ist das halt so ein Krampf, ne? So, okay. Läuft. Du läufst aber jetzt schon nicht mehr. Okay, das heißt, vielleicht habe ich den Mod auch vergessen. Ich muss ich nochmal schauen. Da muss ich nochmal gucken, ne? So, genau. Das Problem haben wir morgen dann auch erledigt, weil, wie gesagt, ich habe eine neue Version bekommen oder eine überarbeitete Version bekommen. Warum tust du so? Ja, okay. Wo wir ein bisschen größeres Volumen haben. Größeres Tankvolumen, keine größere Arbeitsbreite, bitte nicht vertauschen. Und dann wird hier richtig, gesät, ne? Ja, wir haben jetzt knapp 100.000, das ist ganz gut. Ich glaube, wir haben noch 100.000 Kredit, was wir zurückbezahlen müssen. Das passt auf alle Fälle. Natürlich können jetzt einige werden jetzt sagen, boah, für die ganze Arbeit ist es ja voll wenig. Ja, irgendwie auch nein. Also, ich sag mal so, kein Euro ist zu wenig. Also, das wäre jetzt Quatsch, wenn man sagen würde, man bekommt es zu wenig bezahlt dafür. Das stimmt ja so, glaube ich. Das würde ich so nicht unterschreiben. Klar, es könnte immer mehr sein, auf alle Fälle. Aber wir spielen ja hier auch auf schwer, das muss man jetzt einfach mal so sagen, ne? Und demnach ist es halt auch schwer, weil ich hab's auf schwer, ne? Verstehst du? Ja, okay. So, Retür. Da müssen wir mal da vorne den Tank auswählen. So, dann müssen wir hier noch was reinmachen und dann geht er aber auch schon wieder zurück zum Feld. Also das ist ja sofort erledigt. So, alles gut, alles super, alles perfekt. Die Saatgutproduktion läuft. Das ist auch ganz wichtig. So, zack. Kann man den Allrad nicht ausmachen, ne? Brauchen wir nicht. Gut, dann, was haben wir noch? Genau, wir werden jetzt gleich nochmal den großen, nicht den Anhänger, sondern den Inhalt des großen Krampe-Anhängers verkaufen, weil es ist ja auch, bevor der Preis fällt, möchte ich halt alles verkaufen. Damit der Anhänger auch wieder leer ist für neue Schandtaten. Und ich möchte auch noch den großen Johnny, den möchte ich jetzt nochmal ansetzen mit dem Grubber. Da kann auf dem Feld 26? 70. 70 und dann 26, so ist richtig. Da kann er weitermachen, da glaube ich, freut er sich schon drauf. Ich wollte gerade den Fronttank ausklappen. Werner, was ist los mit dir? So, lala. Der ist gleich mit dem Vorgewende fertig, das heißt, er wird gleich Bahn ziehen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, Kollege, du bist ein bisschen in das Gesäte reingefahren, ne? Shame on you. Aber gut. So, das ist jetzt, nur mal für die Relation, ne? Das ist jetzt ein 7200R. Und der in den S19 kommt, das ist der 8400R.
Also ist noch mal eine Schippe größer und der ist schon ein Prachtexemplar. Also das wird schon sehr cool, da freue ich mich schon drauf. Dip, 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 dip. So, Feld 70, habe ich gerade gesagt, ne? Ja, das sieht eigentlich schon ganz super aus, ne? Das muss man einfach mal so sagen. F70, Grubbern, nennen wir es. Nicht Frubbern, sondern Grubbern. Frubbern, weißt du? Nee, nee, nee. So, okay, let the party started. So, wir hüpfen zum Hof und sehen, es ist nichts passiert. Gut, das heißt, ich muss den Mod nochmal mit reinnehmen. Ich glaube, ich wollte ihn in alle Projekte mit reinnehmen, diesen Never Stop Engine-Kack-Gedöns. Aber hab's irgendwie nicht geschafft. Naja. Da fände es auch aus. Läuft. Es hat auch jemand geschrieben, ich könnte es einfach so machen, einen anderen Traktor hinstellen und mit Follow Me das Ganze machen. Wäre eine super Idee. Aber ich habe nicht so viele Traktoren frei, leider. Das ist das Problem. Aber da sind auch nochmal 22.000. Ja, läuft, Kinders. Bringen wir das auch noch fix weg. Komm. Was weg ist, ist weg, sage ich. Mieslewig, ich habe Geld in der Tasche, als wie Zeug rumstehen. Ich habe jetzt ganz kurz überlegt, ob wir oben rumfahren sollen, aber oben rum ist kacke, weil da ist ein Zaun. Da kommen wir nicht ran. Leider. Ja, Kompost. Stimmt, Kompost müssen wir auch noch verkaufen, ne? Meine Güte, Kompost müssen wir echt verkaufen. Da muss ich aber das Förderband wieder... Oh, wir können aber auch mit dem Anhänger gleich rüberfahren zum Kompost und aufladen. Das können wir auch machen, wenn wir leer sind. Weil da können wir vielleicht morgen nochmal ein bisschen Kompost verkaufen, sodass wir ein bisschen den Polster, den Finanzpolster füttern, wenn du es so haben möchtest. So, guten Tag, moin moin. Ich habe hier noch was gefunden, lag am Hof rum, weißt du? So, damit haben wir die 100.000 geknackt. Und sogar noch ein bisschen Taschengeld. Ja, guck, nochmal 28.000, also das läuft ja hier. Es dauert. Auf alle Fälle, es dauert, aber es lohnt sich. Das kann ich schon mal sagen. So. Fahren wir mal in der Sicht. Okay, eigentlich kein Problem. So, dann fahren wir hier nicht links, sondern rechts rein. Und dann können wir schon mal hier gleich mal unter das Förderband fahren und schauen wir mal, wie es funktioniert. Wird schon aufgeladen. Man sieht es nicht. Ich weiß nicht warum, aber man sieht es nicht. Aber es wird befüllt. Man sieht es hier, das Ding wird weniger. 26.000, das heißt... Ungefähr so viel, wie wir gerade weggebracht haben, haben wir auch Kompost parat. Und den Kompost können wir für 1, 2, 43 verkaufen. Seelenpollen ist absolut lächerlich momentan. Gärtnerei. Gärtnerei können wir das verkaufen. Sehr schön. Lochoi. Gut, das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Derweil können wir noch mal im Hof vielleicht ein, zwei Ballen reinschubsen. Nenne ich es mal ganz offen ehrlich. Wir haben noch, oh, wir haben noch 1,5 Minuten hier. Okay, warte, lass uns mal ganz fix noch nochmal die 6 Ballen da reinschubsen. Weil dann ist das Ding auch zertrops, auch gelutscht, ne? So kann man es, glaube ich, nennen. So, relativ weit vorne, damit wir auch möglichst schnell die anderen Dinger wieder raufbekommen. Hat er genommen, sehr schön. Reinziehen, weiter geht's. Ich hole dabei die nächsten 2 und dann ist das heute, glaube ich, erledigt, hoffentlich. Weil da können wir auch mal die Premos zusammenpacken. Ich glaube, ein paar von euch sind auch froh, wenn die Premos mal weg ist jetzt. Und wir dann andere Sachen. Wir müssen noch ein bisschen Holz machen die Woche, ne? Also alter, spätestens am Sonntag müssen wir noch ein paar Bäume schneiden, weil die PGA läuft nicht mehr, die Hof-PGA. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Weil das gab immer gut Geld, ne? So. Beeilt euch ein bisschen, Jungs. Die Folge ist gleich vorbei. Meine Güte. Ja, auf alle Fälle werden wir dann morgen den Rest vom Schützenfest verkaufen hier. Und dann ist aufgeräumt. Sehr schön. Das freut mich. So. 126.000. Auch kein übler Kontostand, ne? Wie viele Schulden haben wir? Ich weiß es nicht. Ich glaube 100.000, aber ich könnte es nicht beschwören. Ja, 100.000 haben wir. Den lassen wir jetzt nochmal offen, weil ich weiß nicht, wie ich mit denen umgehen soll, aber wir schauen uns das auf alle Fälle an.
Ich werde das jetzt noch alleine fertig machen. Verkaufen wir dann morgen gemeinsam. Liebe Leute, ich danke herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.